Johohohoho X. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei Tommy X Livestream Let's Play Dark Souls 2. Was machen wir heute? Naja, wir schließen das Kapitel Dark Souls ab. Und zwar für immer. Wir sind durch, meine Freunde. April. Ach, so. Sind wir hier schon drin? Wir öffnen heute eine Tür. Vielleicht. Ne? Und, genau, wir waren hier letztes Mal bei der guten Onifex, die uns noch ein paar Bosswaffen verkaufen kann. What can I do for you? What can I do for you? So, wir starten mal rein. Oh nee, der muss weg. GGV. So, und dann schauen wir uns mal die Sachen an, die wir hier noch kaufen können. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Da hatten wir den genommen. Und das Ultra-Großschwert. Und die haben wir nicht, oder was? Egal, wir nehmen den Hammer des Eisenkönigs. Denn das ist das Einzige, was hier noch gefehlt hat. Ich muss mal gucken, dass das hier nicht so klackert. So. Yes. Yes. So. Weiter geht's. Einmal Hammer bitte. Danke. Come back again if you find another soul. Yes. So, wo haben wir ihn? Da ist er. Oh, das ist eine ordentliche Keule. Okay. Wir bleiben aber hatten wir hier nicht, ja, den Heidesperr, genau. Das ist auch noch ein schönes Ding. Präzise, schnell wie ein Zahnstocher. Do you have a wand? Feuerbolzen. Die können wir noch alle leider nicht nehmen. Da sind wir leider noch nicht intelligent genug. Come again, if it please you. Aber wir kommen again auf jeden Fall später. So, und jetzt müssten wir wieder zurück. Obwohl,
Wir geben die restlichen Seelen natürlich. What? Natürlich für Pfeile aus. Denn Pfeile sind immer gut, eine gute Investition. Vor allen Dingen, wenn da irgendwelche Viecher kommen. Die man natürlich schnell abwehrt. Aber das sind doch schon wieder ein paar Feuerpfeile. Hey du! Jetzt haben wir natürlich wieder ein paar Seelen, die können wir wieder einlösen. Das ist wie an der Börse hier. Do you have a one? We have wonderful souls for wonderful fireballs. Come back again if you find another soul. So, dann können wir natürlich auch Armbrust mit reinnehmen. Nicht vergessen, Feuerbolzen auszurüsten. Oder normale Holzbolzen. Und dann kann die Jagd losgehen. Also, wir wollten ja nochmal zu der Tür, die niemals aufging. Oh oh. Ganz zu Anfang. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ganz zu Anfang. Ging das hier irgendwo runter? Hier, genau. Ihr wisst, welche Tür ich meine. Ihr wisst es ganz genau, diese Tür, die ewig verschlossene. Möge sie sich öffnen. Nun, da wir alles haben. Okay. Okay. Na gut. Dann ein andern Mal vielleicht. Oder auch niemals. Auf jeden Fall können wir da unten nochmal hingucken. Den Fahrstuhl. Und dann sollte sollte die Tür aufgehen. Da benutzen wir nämlich den Eisenschlüssel. Stimmt, das hatten wir ja nicht gemacht. Das wurde nicht gespeichert, glaube ich. Na gut. Dann. Schauen wir mal, dass wir hier nicht drauf gehen. Boah! Ey, jetzt sollen wir nur trinken. Genau, da hinten haben wir nämlich noch ein Item. Oh oh, oh oh, oh oh. Und hier haben wir auch noch ein Item. Und hier können wir durch. Oh mein Gott. Hier waren wir schon. Das haben wir schon. Okay.
gut. Okay, alles cool, alles cool. Oh, dann kommt man hier hin, genau. Oh. Voraus. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon. So. Da hatten wir auch schon alles. Vielleicht. Da geht's wieder nach oben. Ja, das haben wir auch. Da oben waren wir noch nicht. Das haben wir auch schon. Oh, ein Brandfall, sehr gut. Macht schon ordentlich Schaden. Jo. Dann hier hoch, aber da, eigentlich wollte ich wieder zurück zu den Lumpis da unten. Ne, das Item braucht man, genau. Sorry. Nee, falsche Richtung. Scheiße. Hey. Hm.
Okay. Na gut. Ja, da wollen wir hin. Deshalb droppen wir hier nochmal. Das ist ein Jump von dem Baum da hinten. Alter, wo kommt der denn her? Alter Schwede. Ist das von da aus machbar? Ui! Aber es reicht nicht. Schade. Da müssen wir noch von ganz oben springen wahrscheinlich. Ach ja. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben auf jeden Fall die drei, also wir haben ja die Version Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Und da sind wohl, ne, laut Eintrag, laut Beschreibung, alle drei DLCs enthalten. Und wir haben, ohne es zu wissen, und jetzt kommt's, die Schlüssel schon aufgehoben, ohne es mitzubekommen. Und zwar ist es einmal der Zahnschlüssel, glaube ich, der Eisenschlüssel und noch irgendwas anderes. Aber wir wollen das Item da. Kommen wir da hin? Von da drüben. Da hoch. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay, nochmal. Alles wird. Lol. Titanic-Scheibe.
Alright. Loyal. Aber was können wir denn noch machen? Was können wir denn noch machen? Irgendwas fehlt doch noch. Ich weiß gar nicht, ob da unten noch ein Bonfire war. Scheiße. Oh oh. Ja doch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Wie machen wir das? Wo gehen wir hin? Da läuft einer. Wir haben die Schlüssel. Ach so, da wollte ich auch nochmal hingucken, genau. Nach Majula. Und zwar einmal da die Leiter runter. Hier hinten bei dem Kollegen. Zum Glück hat sie Handschuhe an. Die haben wir nämlich auch noch nicht aufgemacht, Freunde. Denn hier benutzen wir den vergessenen Schlüssel, den wir auch schon hatten. So sieht das nämlich aus. Genau so war das. Und hier, meine Freunde, seht euch das an. Werden wir reichlich belohnt mit 3 Kisten. Kiste Nummer 1. Großer Blitzspeer. Oh yeah. Kiste Nummer 2. Hexenbaumzweig und Hexenbaumglockenrebe. Auch cool. Hexenbaumzweig. Oh ja, oh ja, oh ja. Schön was zu zaubern. Sehr gut. Und Hexe rein. Und Tor Nummer 3. Seelenstrudel.
Song. Auch schön. 37. Da sind wir weit entfernt. Da haben wir alles in Belastung rein. Ja, so ist das. So, und jetzt ganz wichtig, das Item. Die Drachenklaue. Das ist nämlich auch ein DLC-Schlüssel. So sieht das nämlich aus. Führt euch in ein unbekanntes Land. Okay, wie lange haben wir noch? Okay, halbe Stunde. So. Jetzt haben wir den hier, ne? Drachenklaue. Hier haben wir auch alles. Und wieder hoch. Da locken die Leuten, da läuten die Glocken. Aber kann nichts mitmachen. Sehr schick. Aber dann brauchen wir doch, wenn wir den nehmen. Trotzdem nicht den Feuerball. Dafür brauchen wir die Pyromantie-Flamme. Hadouken! You've been long away. What would you like? Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. You know how they call this place Drang Lake, right? Well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard. Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot. Each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. You see that blacksmith over there? Is he one of those hollows? He sort of looks like my father. The poor man's such, but he wouldn't follow me out here, would he? Leeren Hüllenschweren Zahnschuhen hat aber sonst noch niemand angeworfen. Na gut, alles mysteriös. Es bleibt spannend.
I was born in a land. They were great, but for me, and so I, they're a danger. But it's as if these stones, some of them, none of the, you know how they, well, in, well, since long, long ago. Oi, mine. It's long, long ago. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, es noch einmal zu probieren. Man weiß es nicht. Try and error war. Try and error, sage ich euch hier. Halbe Stunde haben wir noch. Der jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Ne, der passt auch nicht. Okay. Na gut. Dann müssen wir vielleicht doch noch mal gucken. Scheiße. Kleinen Moment. Okay, ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Ich sehe es nicht. Da wird nur gezeigt, wo die Schlüssel sind. Aber nicht, wo die Schlösser dafür sind. Für die Schlüssel.
So, ja, wir gucken noch einmal hier unten, ob wir hier alles haben. Oder ob wir da irgendwas übersehen haben. Hier geht's ja dann weiter. Hier kann man sogar jemanden beschwören. Okay, das ist jetzt aber mein Freund, oder? Alter, der hat zwei Riesenschilde. Mietklinge Luit. What the fuck? Ja, komm mal mit hier, ne? Einmal hier hin und dann leg mal los. Aber hier scheint alles gewesen zu sein, obwohl hier geht es noch hoch. Ah ja, guck mal, da ist auch noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Oh mein Gott. So, der ist auch erledigt. Wo ist eine rote Augappe? Und hier hinten gibt es eine Truhe, die wir auch noch nicht haben. Aber vielleicht ist das eine Tricktruhe, deshalb. Oh, was ist denn hier los? Wir hätten da gefeuert. Große Seele, geschmolzen ist irgendwas. Hier ist auch noch ein Item. Ein Falkenring. Uiuiui, das wird ja eine richtige Loot-Session hier, ne? So, den könnten wir eigentlich rausnehmen. Der Falkenring erhöht die Reichweite von Pfeilen. Na gut.
Ja, hier gibt es natürlich noch mehr. Ich hoffe, wir kommen dahin. Oh, Feuerdrakenstein. Was zu verzaubern, glaube ich. Für die Waffe. Und der Feuerschaden macht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da geht's tief runter. Da wollen wir nicht runter. Von hier sind wir gekommen. Okay. So. Ist das eine Tricktruhe? Wir werden es nie erfahren. Flappenquarzring plus 1. Sehr schön. Dann haben wir hier alles. Ja, gut, dass wir hier nochmal hergelaufen sind. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, okay. Ja, super. Vielen Dank. Boah. Das geht ja voll durch. Easy. Au. Alter. Was macht es? Der ist auch hinüber. Und dann waren wir eigentlich hier hinten. Genau, hier sind wir durchgeschlüpft. Aber hier war ja nichts mehr. Hier ist doch nichts mehr. Okay. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie das da vonstatten geht.
Bei ihm ist das Ding schon offen. Es geht sofort weiter. Ja, bei ihm ist das schon offen. Na super. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir doch auch nichts. Okay, wir haben noch eine Viertelstunde, um herauszufinden, wie wir hier weiterkommen. Okay, aber hier haben wir alles. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Dann war hier Bossfight. Das wissen wir alle noch, als ob es gestern gewesen wäre. Und sonst war hier nichts weiter. Irgendetwas übersehen? Irgendetwas. Das könnte man ja auch mal gucken. Ganz kleinen Moment.
Okay, na gut, das müssen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge dann klären. Denn die Stunde ist auch schon fast wieder voll. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, wir prügeln uns jetzt noch mal zu dieser großen Tür durch. Aber erst gucken wir hier noch mal ganz kurz. Das war diese Stelle. Die war auch fies. Und schauen, ob wir da irgendwas bewirken können oder ob sich da irgendwas verändert hat. So viel Zeit haben wir noch. Und zwar war das... Gott, wo war das? Ja, genau, der komische... Der hier war das, ne? Nee, nicht der. Entschuldigung, Scheiße. Falsche. Einmal hier hoch. Und dann war das einmal, glaube ich, hier ein Spießrutenlauf. Schreien des Winters. Hey, was ist los, Leute? Beruhigt euch. Einmal durch den langen, dunklen Gang. Oh, sie ist weg. Das Ding ist immer noch zu. Ah ja, guck mal. Da bewegt er sich. Der erste von zwei. Oh. Und es ist offen. Jawohl. Es ist offen.
Hallo, hast du irgendwas zu berichten? Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness, where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Belagher. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranglake. Okay, das hört sich ernst an. Da müssen wir natürlich was tun. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Was ist das für einer? Scheiße! Was macht der? Oh mein Gott. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome. Our guests, tell me, where has his royal? Okay, die letzte Minute läuft. Und wir haben. Oh mein Gott. Bossfight oder was? Okay, den nehmen wir noch mit. Freunde. Den nehmen wir noch mit. Oder kein Bossfight? Also ich bin gerade verunsichert, ob derjenige hier
Schabernack mit uns treibt. Oder ob das einfach nur ein NPC ist. Aber irgendwie, wir können hier nichts machen, oder? Links. Rechts. Super. Welcome. Our guests are treated with honor. Das bringt uns aber jetzt auch nicht weiter. Na gut. Oder was ist das da hinten? Was ist denn das da hinten? Hey, okay. Kannst du was machen? Hä? Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob er jetzt ein Online-Typ ist oder einfach nur. Was kann ich denn hier machen? Und warum greift er mich nicht an? Ach, hier hinten geht's weiter. Alles klar, ja, okay. Ah. Oh. Okay, der freundliche, feindliche Geist zeigt mir jetzt den Weg. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Er zeigt uns den Weg und wird uns dann wahrscheinlich hinrichten. Vielen Dank. Jawohl, vielen Dank. Was ist das denn, ein Gegenstand? Schimmernder Lebensstein 23. Boah, vielen Dank. Rotes Wasser 15. Ja, jetzt wird's jetzt cheesy. Jetzt wird's cheesy, ne? Na gut, wir gehen durch. Wir wollen Progress. Jawohl. Yeah. Auf Wiedersehen.
das war doch mal nett. Oder? Das war doch mal nett. Der Finstergeist Nummer 1 hat uns geholfen, obwohl wir ihn angegriffen haben. Lol. Was war das? Warum ist das passiert? Egal. Schön, dass ihr dabei wart und das miterleben durftet. Wir sind jetzt natürlich schon über der Stunde drüber. Aber das macht nichts. Das, was eben passiert ist, passiert nur so einmal. Und ihr wart dabei. Ich war dabei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und schaltet das nächste Woche wieder mit ein. Bis zum nächsten Mal.